Das Sommerhaus der Stars läuft bereits seit 2 Wochen und hält jede Menge Drama und Streitereien bereit. Vor allem Michelle Moonbollin und Mike Casemanbollin haben sich in den letzten Tagen mit den anderen Paaren angelegt und für Diskussionsstoff gesorgt. Das Sommerhaus der Stars, die Sieger stehen fest. Dabei gerät fast in den Hintergrund, dass die Sendung nicht nur der Auseinandersetzung mit den anderen Stars dient, sondern es am Ende auch etwas zu gewinnen gibt. Am Ende geht das Siegerpärchen nämlich mit 50.000 Euro nach Hause. Das große Finale der Show soll Anfang November ausgestrahlt werden. Achtung Spoiler! Da das Format aber nicht live ist und damit bereits abgedreht wurde, stehen die Gewinner bereits fest. Die Bild-Zeitung will nun aus Produktionskreisen erfahren haben, welche Promis sich am Ende durchsetzen können. Und das wäre tatsächlich eine große Überraschung. Gewinnen Lars Steinhöfel und Dominik Schmidt die Show? Platz 1 sollen sich dem Bericht zufolge tatsächlich unter uns Star Lars Steinhöfel und Dominik Schmidt gesichert haben. Sie verstanden sich mit den meisten, hatten nur kleinere Dispute. Als sie plötzlich nicht safe waren, hatten sie zwar etwas Angst. Aber am Ende wurschtelten sie sich durch, so der Insider. Die beiden haben in den vergangenen Tagen zwar durchaus in den Spielen überzeugen können, doch ein anderes Paar hatte wahrscheinlich eher den Favoritenstatus inne. Obwohl beide sehr fit sind und in den Spielen immer wieder ihre Leistungen zeigen konnten, sollen Sissi Hofbauer und Ben Melzer nur auf Platz 2 gelandet sein. Sie versuchte nur keinen Fehler zu machen, Ben gab den coolen Macker. Er diskutierte überall mit, fraß aber auch viel in sich rein. In der Gruppe waren sie trotzdem relativ beliebt. Deshalb hat sie auch niemand rausgekickt, heißt es. Und auch auf Platz 3 gibt es wohl eine echte Überraschung. Michelle und Mike Casemanbollin sollen es auf Platz 5 schaffen. Eigentlich offenbarte sich im Sommerhaus, dass Samira und Yasin Zielinger an ihrer Beziehung arbeiten müssen und nicht mehr so gut als Team funktionieren. Am Ende scheinen die beiden aber doch wieder zueinander gefunden zu haben. Dennoch fällt der Insider ein hartes Urteil, sie waren sehr distanziert zueinander, stellten sogar selbst ihre Beziehung in Frage. Sie war in der Gruppe eher meistens alleine. Beide wussten in den Spielen fast nichts voneinander, außer dass er Shisha raucht und sie Red Bull süchtig ist. Dem Bericht zufolge landeten Peggy Jerofke und Stefan, Steff, Jerkel, Michelle und Mike Casemanbollin auf Platz 5 und, sollte die Quelle richtig liegen, Jana Palaske und Sascha Girnd sowie Klaus Almklausi, Krelmeier und Marita Krehl auf den Plätzen 6 und 7. Über Michelle und Mike hat der Insider Überraschendes zu berichten, sie hingen viel aneinander, suchten am meisten Nähe. Eigentlich das innigste Pärchen im Haus, trotz ihrer Probleme und seiner Kontrolle. Ob es am Ende tatsächlich so kommt, werden die nächsten Folgen von Das Sommerhaus der Stars zeigen.